Zurück hier bei Hausflipper. Jetzt geht's weiter. Erstmal ins Büro. Erstmal was essen. Erstmal auf Toilette. Duschen. Und ab. Nicht zocken. Ein neues Haus kaufen. Und jetzt fangen wir an, meine Wohnung im Real Life nachzubauen. Ich hoffe, wir finden ein Haus, was groß genug ist dafür. Haus einer wechselhaften Frau. Was soll ich darunter verstehen? Hackst das Haus. Auf jeden Fall mit einer großen Garage. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich die Fenster nicht umsetzen kann. Das müssen wir dann mal sehen, wie wir das realisieren. Einfach zumauern vielleicht? Ne, wir können ja keine Fenster einsetzen. Wir gucken es uns gleich an. Aber ich würde dafür erstmal was Kleines nehmen. Haus nach einer Überschwemmung. Oh, krass, sieht man hier sogar, wie hoch das Wasser stand. Cool. Reizt mich gerade. Das Haus der Admin-Legende. Ich würde einfach sagen, 94 Quadratmeter. Ah, daran könnte ich es ja. Ich habe ungefähr, also ich habe weniger. Ich weiß gar nicht. 60 in der Drehe. Und wir müssen überlegen, da wo der Eingang ist. Der Eingang muss, ich glaube, das passt besser. Der Eingang ist, bei mir ist er eigentlich komplett auf einer Seite, also nicht mittig irgendwie. Warte mal, kriegen wir dann sowas vielleicht noch hier hin irgendwie? Wo ist der Eingang, ist hier auch mittig. Ein Haus, wo der Eingang... Egal, komm, wir nehmen mit Überschwemmung oder ohne. Ich nehme ohne. Hier habe ich ein bisschen mehr Spielraum. So. Wechseln. Oh, guck mal, hier ist eine Party gewesen. Boah, die Wände so dunkelblau. Hi. Hui. Aber vom Platz her geht es eigentlich schon mal. Oh, der krass. Yo, Alter, der hat ja auch voll den Zockerbereich hier. Aber da würde ich noch nie so dreckig lassen. Boah, was geht denn hier? Was ist das für ein Haus? Alter. Das Haus der Admin-Legende. So lebt ein Admin, Leute. Jetzt seht ihr es. Vor allem hier ist alles sauber. Ah, oh, oh, oh. Was ist das denn bitte? Das Deko-Element habe ich noch nie gesehen. Ja, genau. Ah, das ganze Teil habe ich jetzt verkauft. Der hat ganz schön viele Bildschirme. Kann ich die putzen? Ja, guck mal, alles sauber. Was soll das sein? Ach, das ist so ein Bildschirm, so ein großer hängender Fernseher. Und dann hat er vier hier unten, Alter. Was für ein Freak. Krass. Da muss ich mal ein Foto machen. Ja, das ist verbuggt. Hier ist schon wieder der nächste Bug drin. Wenn ich jetzt aber in die Galerie gehe, ist es richtig. Ja, das haben wir gleich mal geöffnet. Warte mal, hier mache ich auch nochmal einen Screenshot von. Das ist voll krass, wie der gelebt hat hier. Aber das Schlafzimmer war schon krass. Da kannst du ja hier das Hauptspiel gucken, Fußball, und die Hunden hier unten vier andere Partien. Da bist du am Bundesliga-Samstag versorgt. Weil, oh, da läuft Wasser raus. Wie viel sind es denn Samstag? 5 Partien nachmittags, eine abends oder 6 Partien nachmittags, 7 abends? Ne, 5 nachmittags, eine abends, freitags eine, sonntags 2, genau. Wenn ich jetzt mich nicht vertan habe. Egal, wir fangen mal an aufzuräumen. Das ist ja ekelhaft. Was ist das denn? Ja. Weg damit. Hat er da hingeworfen? Seine Pampers oder wie?
Ein Telefon? Ich bin der Telefonmann. Geh ans Telefon ran. Ein fette Party, Alter. Oh, da ist eine Fernbedienung. Ich habe keine gefunden, als ich eine kaufen wollte. Warum haben die so viel Cooles und ich nicht? Vielleicht habe ich es auch nur übersehen, aber... Jetzt sieht man... Was soll das eigentlich sein? Ach, das soll so ein Stein sein oder was? Ein Dekostein? Moment. Shop. TV Hi-Fi. Ich habe hier echt keine Fernbedienung gesehen. Bei sonstiges so ein Dekostein auch nicht. Das heißt, gewisse Gegenstände kann man behalten, weil man die hier nicht bekommt. Tatsächlich. Oder bei Haushaltswaren? Auch nicht. Gut, machen wir erstmal sauber. So, das geht richtig gut oben mit der Map. Ja, das war blöd. Muss ich gleich eh wieder her. Ja, schön, danke. Boah, hier ist richtig viel Dreck in der Küche. Well, Kakerlaken. Igitt. Geht doch gut. Oh, hier ist doch ein bisschen Dreck. Aber nur ein bisschen. Da geht's raus. Hä? Wo ist das? Ach so, das ist Müll noch, ne? Klar, hier, komm. Ja, perfekt. Was kriege ich denn dann dafür? Entfernen. Das geht echt nicht. Das kann ich nicht kaufen. Die Bildschirme, komm weg. Stört nur. Wir müssen ja jetzt eh... Wir müssen ja eigentlich alles ausschlachten hier. Ich will ja meine Wohnung jetzt hier rein donnern. Ich denke, das müsste eigentlich ganz gut klappen. Kann ich den nicht verkaufen da unten? Ja, montieren, ey. Müssen wir machen, ne? Ist nervig. Ich würde gerne die Steckdosen selber anbringen, da wo sie auch in Real Life sind. Bin mal gespannt, wie genau ich es hinkriege. Ja, ich weiß. Erst die Gabel rein. So, dann haben wir aber das hier schon mal. Tschüss. Türen auch gleich raus. Muss ich ja eh dann alles umbauen. Tschüss, weg. Ich hab eine Badewanne. Hier ist noch irgendwas. Ach, da. Aber ich glaube, die Fernbedienung hier, die hebe ich mal auf. Und die auf. Oh, cool. Die kann man da drauf packen. Ey, da war noch eigentlich. Ach, da ist noch eine. Die kriege ich nämlich nirgendwo wieder. Oder ich habe es halt bisher übersehen. Falls ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare bitte. Ich habe eigentlich kein Festnetztelefon. Ich habe eine Nummer, aber kein Telefon, weil ich benutze eh für alles das Handy. Moment, Boxen, die kann ich kaufen, deswegen erstmal weg, damit die nicht stören. Die Bildschirme kann ich auch kaufen. Das kann ich alles, wobei Tassen habe ich noch nicht gesehen. Aber Tassen sieht man eh nicht. Ich habe auch einen Toaster, habe ich nicht. Eine Kaffeemaschine habe ich nicht, eine Mikrowelle habe ich. Ich pack die jetzt einfach mal mit weg. Das ist auch eine Mikrowelle, oder? Oh, Moment hier.
Hä, warte mal, die kann ich kaufen. Brauche ich nicht. Oh, eine Klimaanlage habe ich natürlich nicht. Leider. So, ja, Deckenlampen. Ventilatoren habe ich nicht. Deckenlampen lasse ich erstmal da. Alles muss raus. War das ein... Das sieht nicht aus wie der DVD-Rekorder, oder? Doch, das ist er. Also weg. Laptop. Brauche ich nicht. Habe ich auch nicht. Na gut, Arbeitslaptop, aber... Das muss ich halt leider machen. Oh. Noch nicht ganz raus. Hui. I, Krabben. Vor allem Krabben. Schönen Gruß an SpongeBob. Kakerlaken natürlich. So, jetzt, ach so, die brauche ich ja. Mal sehen, ob das besser geht zu saugen, wenn die Möbel drumherum weg sind. Ich meine schon. Wird auf der Karte gar nicht angezeigt, hier Kakerlaken. Mist. Ja, da war noch eine kleine. Kakerlaken-Nest zerstört. Probier das mal so hier nach Struktur, also. Ja, geht nicht ganz so gut, wie ich jetzt dachte. Hier waren doch noch mehr Kakerlaken, oder? Nee, echt nicht. Okay. Zeigt auch nicht mal auf der Karte an. So. Folgendes. Können wir denn mittlerweile Außenwände... Ne, geht nicht. Dann gehen wir jetzt davon aus... Moment. Den konnte ich wegbringen. Den Schalter. Aber das geht nicht mit... den Teilen. Die sind auch immer an den Außenwänden angebracht, ne? Die verschwinden eh automatisch, aber wir nehmen erstmal den Hammer. Da war er doch. Weil, dann machen wir das folgendermaßen. Wir gehen davon aus, dass hier das Treppenhaus ist und dann gehen wir nach da und machen den Eingang wirklich in meiner Wohnung da, wo er ist. Das wird cool. Ich wollte schon gerade sagen, sind die Wände hier höher? Ja, sauber. Darauf habe ich gehofft. Generell, haben wir da noch was übrig hier? Bauen kriegen wir dann auf jeden Fall auch noch. Wir haben hier noch bei Verhandlungen, okay. Aufräumen ist voll? Nee. Ah, okay, hier fehlt auch noch. Hier fehlt noch vieles bei Abreißen. Bei Malen haben wir alles. Und bei Bauen fehlt halt auch noch viel. Aber Bauen kommt nach der Zeit. Boah, ich hab so Bock drauf. Mal gespannt, ob das geht vom Platz und ob ich es hinbekomme. Eventuell werden wir irgendwo Doppelwände reinziehen, einfach ums richtig zu... Also, um die richtigen Dimensionen zu haben. Hallo? Hey. Warte mal. Der will nicht. Das finde ich ja schon wieder so richtig behindert. Sorry, war nicht böse gemeint.
Jawoll! Ich werde auch dann die... den Vorderbereich... What? Nein, geh weg. Lass das. Also den... das Treppenhaus dann in den jeweiligen Farben machen, wie es in Real Life ist. Ich guck mal, ob wir es hinkriegen, von den Farben her. Ich bin da so gespannt drauf, dass ich habe da richtig Bock gerade drauf. Warte, erst verkaufen. Das hätte ich bei den anderen machen sollen. Und dann machen wir eine Roomtour. Also wenn ich hier fertig bin, müsste ich doch das Upgrade machen können fürs Abreißen, nehme ich an, oder? Habe ich doch genug XP dann. Also wieder einen Verbesserungspunkt. Das ist ganz schön viel. Bam, weg. Na? Ah, ich klicke auch irgendwie so drumherum, aber das geht nicht weg. So. Ach so, weil das die... das sind ja unten die... Wenn die jetzt hier drin sind, kann ich da jetzt was draufpacken? Warte mal. Wichtig ist, kann ich da überhaupt Wände drüber bauen? Nein. Alter, wie doof. Richtig blöd. Ach so, wegwerfen. Okay. Aber das geht so nicht. Ach, komm. Halt, so. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Gib mir den Hammer, Mann. Oh, warte mal. Die würde ich stehen lassen, tatsächlich. Da habe ich die schon kaputt gemacht hier. Den reißen wir raus, kommt neue Wand rein. Ja, ist gerade umgedreht, ob das passt. Ja, Fensterreinigen machen wir dann auch noch alles, aber... ich reiß nochmal hier die ein. Also mit dem dunklen Blau, das ist doch schon schwarz. Ich meine, das ist ein dunkles Blau. Das kann auch ein Schwarz sein, das täuscht manchmal. Finde ich eigentlich ganz cool, da hier auch viel Grau noch drin ist, was so ein Ausgleich ist zu diesem sehr dunklen Ton. So. Oh, da war es schon wieder. Hä, war da nicht nur einer? Kannst du mal verschwinden da? Oh, warte. Ja, jetzt. Dankeschön. So, wir bräuchten jetzt eigentlich mal so eine Tür zur Bemessung irgendwie. Deswegen kaufe ich einfach mal eine. Also ich kaufe die nicht, ich stelle die nur dahin. Und jetzt, was ich mich auch gefragt habe, gibt es vielleicht doch Fenster? Nee. Leider nicht. Türen, so. Oder ich kaufe doch einfach mal eine. Wir müssen ja irgendwo anfangen, hier die Mauer zu ziehen. Das, so, sagen wir da eins in etwa. Eins. Und dann noch eins. Genau. Warte mal, wir lassen die mal da stehen. Ich denke, da gibt es vielleicht noch eine bessere Farbe.
Welche Farbe hat denn meine Tür? Schau mal kurz nach, Moment. Alles klar. Muss ich jetzt gerade gucken, fast wie mein Parkett, ist mir so noch nie bewusst aufgefallen. Kann man das schon nehmen? Nein, falsch rum. Halt. Gut, ich würde aber sagen, weiter geht es dann im nächsten Part. Ich danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr auch so gespannt seid auf die Wohnung von mir. Und wir sehen uns dann. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.